Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Willkommen zu täglich grüßt das Murmeltier 2 am heutigen Tag. Um was es jetzt geht, was mal wieder zur Nachdenklichkeit bringen kann nach dem Intro. Die WHO ist jetzt mal Thema meines Videos, meine Lieben. Die WHO hat mal wieder eine neue besorgniserregende Mutation, Variante gefunden. Interessant in diesem Zusammenhang, ich werde noch bei Telegram ein Screenshot dazu veröffentlichen, wo ich euch etwas markieren werde, was ich so ein bisschen fraglich finde in der Wortwahl, wenn man die deutsche, ja, das deutsche Wort mit einer etwas anderen Schreibweise dabei im Hintergrund hat. Egal. Guckt bei Telegram, dort findet ihr den Screenshot mit der entsprechenden Markierung. Ja, nein, Katze nicht Miau, sondern Mu. Die Variante Mu ist besorgniserregend. Ist erstmals Anfang im Januar 21 in Kolumbien aufgetaucht. Und ja, da frage ich mich wieder, hat man da nicht aufgepasst? Hat man da nicht Erfahrung von anderen Viren mal irgendwie vor Augen gehabt, weil diese Variante wohl nicht so gegen die bisherigen oder ja, mit den bisherigen Corona-Impfstoffen nicht so ganz korrelieren möchte, wie es gerne manche gehabt hätten. Es ist nur mal, dass Viren mutieren und dann auch irgendwann vorherige Impfstoffe eben nicht mehr funktionieren. Und das ist nichts Neues. Also da frage ich mich so wirklich, wieso kann man da nicht einfach mal so dazulernen? Also das müsste eigentlich mal möglich sein im Laufe der Zeit. Wir reden über mittlerweile 1,5 Jahre, fast 2 Jahre. Da müsste es doch möglich sein, dass man mit Mutationen auch umgehen kann. Dass man dann auch keine Panik schiebt, weil ein Impfstoff nicht anschlagen könnte oder nicht mehr anschlagen könnte. Das ist alles nichts Neues. Warum impfen wir jedes Jahr gegen die Influenza? Wir nehmen ja heute nicht den Impfstoff gegen die Influenza von 1997. Nein, wir nehmen den von diesem Jahr. Genauso haben wir 2018 den von 2018, 2019 den von 2019 verwendet. Wo ist das Problem, dass man das realisiert? Also, ich glaube, heute würde sich auch keiner mehr mit dem Impfstoff von 1990 gegen die Influenza impfen lassen. Oder sehe ich das falsch? Ja, das muss doch langsam auch die WHO mal begriffen haben, dass Mutationen stattfinden und dann auch Impfstoffe ihre Wirksamkeit gegen diese Mutationen verlieren. Also, sorry, ich habe das nicht studiert, aber ich habe so ein bisschen in Biologie aufgepasst und so ein bisschen Virologie gehört ja auch bei uns in der Pflege so ein bisschen mit zum Alltag. Wir haben jedes Jahr mit der Influenza zu tun. Wir haben jedes Jahr mit Nororoter, mit anderen Sachen zu kämpfen. Wir kennen uns da schon ein bisschen aus. Vielleicht hätte man einfach mal von Anfang an einfach so ein bisschen mal die Ohren in andere Richtungen aufmachen sollen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, Screenshot bei Telegram findet ihr zu dem entsprechenden Vermerk. Artikel ist natürlich auch hier drunter verlinkt. In dem Sinne, meine Lieben, einen schönen ja, Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das Video dann sehen werdet. Und in dem Sinne, liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jedes Mal drüber. Genauso über neue Abonnenten. Bis zum nächsten, euer Mike.